Herzlich willkommen in der Nanosuit Trainingssimulation. Das Training ist in mehrere Abschnitte unterteilt, auf die individuell zugegriffen werden kann. Hier machen Sie sich mit der Navigation Ihres Nanosuits vertraut. Wir bezeichnen den Nanosuit als perfekten Kampfpanzer, aber er ist viel mehr als das. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer hochkarätigen Tutorial-Mission mit einer hochkarätigen Tutorial-Stimme, und zwar der Stimme von Dana Scully, bekannt aus Akte X, oder eben auch der Sprecherin von einigen Galileo-Beiträgen. So, und wir sollen jetzt die Maus benutzen, um nach oben zu schauen oder eben nach unten unsere Füße anzuschauen. Und nein, wir wollen die Maus nicht umstellen. Das Navigationsdisplay versorgt Sie in Echtzeit mit taktischen Umgebungsinformationen. Bahnen Sie sich nun einen Weg durch den Parcours. Dann wollen wir mal spazieren gehen, hier zum Wegpunkt. Ziemlich geil gemacht hier. Künstliche Muskeln unterstützen die Interaktion mit Ihrer Umgebung. Hui! Sie können höher springen. Na, wissen wir natürlich alle schon, aber vielleicht will der ein oder andere sich das ja nochmal reinziehen in das Tutorial. Sie deswegen können weiterklettern. Habe ich das als kleine Extra-Folge hier noch reingehauen. So, hier hochspazieren. Einmal ducken bitte. Sehr schön, klappt doch wunderbar. Sie können schneller laufen. Mit Shift natürlich. Typische Ego-Shooter-Steuerung, wie wir sie kennen, aber Price hat natürlich seine Specials. Vor allem natürlich wegen dem guten alten Nanosuit, den die meisten von euch erkennen dürften. Hier lernen Sie, wie Sie mit Hilfe Ihres Nanosuits Waffen benutzen können. Yeah! Zack! 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 Lade nach! So, nochmal drauf hier. So schnell kommst du mir nicht. Und nochmal. Und nochmal. Ist geil gemacht, wie die so zersplattern, die Dinger. Benutzen Sie Ihre Visierung. Hochauflösende Gleitsichtlinsen ermöglichen Ihnen eine einzigartige Präzision. Das kriegen wir auch noch hin hier. Zack. Und nochmal. Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Diese Zielscheibe ebenfalls. Ja, ja, du kommst auch noch dran. Selbst mit muskulärer Rückstoßdämpfung ist der Schnellfeuermodus unpräzise. Erhöhen Sie Ihre Quote per Halbautomatik. Okay. Jetzt müssen wir in den Feuermodi umschalten. Einfach zwei drücken. Halbautomatik. Zack. Zack. Deutlich präzisere Schüsse. Zack. Und du bist auch weg hier. Hier nehmen wir eine Miste. Es rappelt in der Kiste. Die Waffenindividualisierung ermöglicht den raschen Aufsatzwechsel zur Anpassung an veränderte Bedingungen. Neue Aufsätze werden Ihrem Inventar automatisch hinzugefügt und sind immer verfügbar. Mit dem Zielfernrohr attackieren Sie entfernte Ziele. So, jetzt können wir hier das Zielfernrohr aufsetzen beispielsweise und vielleicht noch einen kleinen Schalldämpfer, warum denn eigentlich nicht? Und hier können wir theoretisch noch den Unterlauf wählen. Wir haben natürlich jetzt noch nicht alles freigeschaltet, klarerweise. Aber ich denke, das kriegen wir auch so hin. Und Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 und die Nummer 5 ist auch noch dran. So. So, jetzt können wir mit 1 die Waffe wechseln. So. Auf die Knarre. Dank Reflexoptimierung dauert das Nachladen länger als der Wechsel zur Sekundärwaffe. Yeah. Automatische Umgebungssensoren weisen Sie auf Waffenlager hin. Na, die nehme ich mit, die Munition. Ah, nehme ich auch noch mit, die Granaten. Und jetzt G, um Granaten auszurüsten. Hier können wir die Flugbahn berechnen. Die Telemetrie-Integration ermöglicht eine aktive Zielunterstützung. Guck mal. Bam. Der Nanosuit bietet nur bedingten Schutz vor explodierenden Granaten. Werfen Sie sie innerhalb von 4 Sekunden. Sonst tut's weh. Ach, das Tutorial ist abgeschlossen. Freiwillige Trainingseinheiten werden von diesem Modul unterstützt. Das bedeutet, wir können noch ein bisschen was in die Luft jagen. Vielleicht werfen wir da drüben noch mal eine Granate hin. Mal gucken, wie wir so weit kommen. Ja, scheint zu funktionieren. Und ab die Post. Hui. Ziemlich geil gemacht jetzt hier mit der Granatenoptimierung. Da habe ich nicht richtig getroffen. Ein bisschen zu weit. Oh, so. Ah, ah. Getroffen, der reichte.
Und jetzt machen wir hier nochmal mit der Pistole, nochmal hier bam. Und dann gehen wir zurück und machen weiter hier mit dem Tutorial. Von Crysis 3. Hier lernen Sie die Grundlagen der Nanosuit-Kampfsysteme. Alle Nanosuit-Funktionen brauchen Energie. Der Energiebedarf ist von der jeweiligen Funktion abhängig. Energie wird aus verschiedenen Quellen in der Umgebung automatisch regeneriert. Warten Sie auf den Start des Nanosuit-Funktionstrainings. Der Panzermodus lenkt Schüsse ab. Der Energiebedarf steigt mit der Höhe des abgelenkten Schadens. So, und jetzt den Panzermodus aktivieren. Kennen wir ja noch aus Crysis 1 und 2. Maximale. Aua. Der Tarnmodus bricht das Licht um den Nanosuit und macht diesen praktisch unsichtbar. Je schneller Sie sich bewegen, desto höher ist der Energiebedarf. Tarnfeld aktiviert. So, jetzt hier am besten nicht rennen, damit wir nicht zu viel Energie verbrauchen. Kombinieren Sie Nanosuit-Modi dynamisch, um Ihren Feinden gegenüber im Vorteil zu bleiben. Der Nanosuit berechnet anhand der Cortisol-Sättigung nahe Gegner das Entdeckungsrisiko. Die Gefahrenstufe wird in der Stealth-Anzeige Ihres Hirns angezeigt. Also unten links, da bei der Minimap, Gefahr, wo Gefahr steht. Im Tarnmodus können Sie Ziele lautlos töten. Jetzt schleichen wir uns ran und erledigen den Typen hinterrücks. Ist ja nur ein Modul hier, kein echter Gegner. Zack! Schön gemacht. Nächste Stufe, bitte. Wenden wir uns nun den erweiterten Nanosuit-Kampfsystemen zu. Der taktische Visor analysiert die Topographie des Schlachtfeldes und markiert Ziele und interessante Punkte. Und hier kriegen wir natürlich auch Informationen zu den Gegnern. Die Nutzung bzw. das Hacken von Computersystemen ist eine weitere Funktion des taktischen Visors. Und das ist natürlich sehr praktisch. So, jetzt können wir das Ding hier hacken. Um uns auf unsere Seite zu bringen, das Geschütz. Ups. Ah, wenn man es denn kann. Geschaltete Systemnutzung deaktiviert vorübergehend ihre Nanosuit-Funktionen. Sehr schön. Nano Vision ist eine Funktion des taktischen Visors, die das vollspektrale Sehen ermöglicht. Dadurch können sich Gegner selbst bei totaler Dunkelheit nicht verstecken. Nanovision aktiviert. Nanovision ist eine hochempfindliche Funktion, deren Einsatz Energie verbraucht. Also eigentlich nur eine Wärmebildkamera, aber naja, klingt halt nicht so cool wie Nanovision. Die Kraftoptimierung des Nanosuits ermöglicht die Zerstörung weicher Ziele im Nahkampf und das Anheben übergroßer Objekte. Bam! Mit dir mache ich kurz einen Prozess. Wie war das? Treten Sie nach schweren Objekten, um sie zu bewegen und Feinde damit zu töten. Ah, das kriegen wir auch noch hin. Ah! Adios! Willkommen in der Tutorial Sandbox. Hier können Sie die Funktionen Ihres Nanosuits gefahrlos testen. Kombinieren Sie Nanosuit-Modi dynamisch, um Ihren Feinden gegenüber im Vorteil zu bleiben. Okay, das wollen wir dann mal machen. Jetzt können wir halt ausprobieren, wie wir gegen den Feind kämpfen. So eine kleine Testumgebung sozusagen. Oh, und da vorne haben wir schon das Geschütz. Und das bringt mich natürlich direkt auf die Idee, das gute Stück zu hacken. Dann dürfte die Sache sich wahrscheinlich eh schon von selber geregelt haben, oder? Nein, nicht ganz. Da kommen wir jetzt, ja? Von der Seite. Na, den nehmen wir auch noch aufs Korn, den Kleinen hier. Wutzi, wutzi. Was haben wir denn hier Schönes? Megatritt. Megatron-Tritt. Wow.
Gut, und da wären wir dann auch schon am Ziel. Wir bezeichnen den Nanosuit als perfekten Kampfpanzer. Dieses Tutorial perfektioniert den Soldaten. Viel Glück. Ja, und das war die Trainingssimulation. Los geht's dann mit dem echten Spiel.